Interdisziplinarität. Was, warum, wie? Interdisziplinäre Arbeit bedeutet, dass Angehörige verschiedener, fachlich voneinander abgegrenzter Disziplinen zusammen an einer Zielsetzung oder einem Problem arbeiten. Wenn es Probleme oder Fragestellungen gibt, die über die Grenzen einer einzelnen Disziplin hinausgehen, können sich verschiedene Disziplinen zusammentun, die mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Arbeitsbereichen zur Problemlösung beitragen können. Der Schlüssel zum Erfolg eines interdisziplinären Projektes ist, dass ausreichend Zeit für Kommunikation und Vermittlung eingeplant wird. Es sollten regelmäßig Vermittlungstreffen stattfinden, in denen sich die Beteiligten über aktuelle Fragestellungen, Probleme und über den Arbeitsfortschritt einzelner Arbeitsgruppen austauschen können. Das Wichtigste dabei ist, eine klare, übergreifende Fragestellung zu formulieren. Alle Beteiligten sollten sich verstanden fühlen und die anderen verstehen. Der einfachste Weg, eine gemeinsame Sprache zu finden, ist, aus der Fachsprache einen Schritt zurück zur Alltagssprache zu gehen. Die Beteiligten fragen sich, woran die anderen Gruppen arbeiten und welche Rolle die eigene Arbeit im Projekt hat. Die übergreifenden Aufgaben müssen allen transparent gemacht und begründet werden. Mangelnder Austausch und fehlende Informationen können die Teilnehmer eines Projektes demotivieren. Da interdisziplinäre Projekte viel Zeit beanspruchen und die Beteiligten sich mit Inhalten anderer Disziplinen auseinandersetzen müssen, die für ihr eigenes Fach nicht notwendig wären, sollten Projekte, insbesondere für Studierende, besondere Anreize bieten. Zum Beispiel: Leistungen in einem interdisziplinären Projekt könnten anstelle einer reinen disziplinären Arbeit ins Leistungskonto eingehen. Die Möglichkeit, eine Abschlussarbeit im Rahmen eines solchen Projektes zu schreiben, wäre für dieses und die Studenten eine Win-Win-Situation. Darüber hinaus bietet ein fächerübergreifendes Projekt viele Möglichkeiten, Fertigkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit zu lernen und Soft Skills wie Team, Konflikt, Kompromiss und Kritikfähigkeit zu trainieren.